Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SBIT Schweiz. Ich bin Mel, deine Deutschlehrerin. Schweizerdeutsch, deine Schweizerdeutschlehrerin. Hier, wenn du neu bist, hier kannst du Geschichten auf Schweizerdeutsch hören und wenn du dich einschreibst, bekommst du Detailfragen, das Transkript auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch und die Lösungen zu jeder neuen Episode gratis via Mail. Den Link findest du in der Beschreibung. Heute ist das Thema: Wie flirte ich mit einem Schweizer oder einer Schweizerin? Du bist vielleicht schon länger in der Schweiz und hast dich auch ans Wetter und ans Essen gewöhnt und wünschst dir langsam einen Partner oder eine Partnerin oder non-binär. Ich erzähl dir heute, wie du mit Schweizer und Schweizerinnen flirtest, damit du vielleicht auf ein Date kannst. Mach's nicht. Das wäre alles für heute. Nein, nein. Aber es ist schon so, dass Schweizer und Schweizerinnen fast nicht flirten. Oder sehr zurückhaltend. Ich rede da nicht nur aus meiner eigenen Erfahrung, sondern ich habe auch meine Freundinnen gefragt, die entweder auch Schweizerinnen sind oder aus dem Ausland kommen. Der Fokus ist darum vor allem, wie Männer mit Frauen flirten. Ich habe nur begrenzt Einblick darauf, wie Schweizer Frauen flirten und ich habe gar keine Erfahrung, wie queer Menschen flirten. Und habe leider auch keine Kollegen, Kolleginnen oder Non-Binäre, die mir davon erzählen könnten. Tut mir leid. Aber meine Freundinnen und aus Internet sind wir sind uns einig, dass Schweizer Männer sehr zurückhaltend flirten, wenn überhaupt. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, dass Frauen fast keine Catcalls ausgesetzt sind und dass sie sehr wenig von Fremden angequatscht werden. Yeah. Der Nachteil ist, dass du nicht von Schweizer angesprochen wirst. Oder sehr selten. Wenn dir jemand gefällt, dann baust du am besten Augenkontakt auf und lächelst die Person an. Wenn die Person zurücklächelt, dann bricht man den Augenkontakt sofort wieder ab oder oft wieder ab, schaut weg und schaut dann wieder an. Wenn die andere Person auch wegschaut und dann wieder schaut, kann sie, dass eine Person die andere Person anspricht. Ich empfehle Männer, die Frauen kennenlernen, am besten mit «Hallo, ich bin da, Carlos» und Handschütteln anzufangen. Flache Sprüche wie «Hey, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal vorbeilaufen?» Oder «Hat es weh gemacht?» «Was?» «Wo du vom Himmel gehabt bist, weil du bist ein Engel.» Kommen gar nicht gut an. Was eventuell gut ankommt, ist, wenn du ein Kompliment auf Schweizerdeutsch kannst machen. Dazu habe ich eine andere Episode gemacht. Zum Beispiel: «Du hast schöne Augen. Ich finde deine Schuhe super.» Zum Beispiel, die zwei. Auch wenn Frauen in einer Gruppe unterwegs sind und nicht klar mit dir Augenkontakt aufnehmen, sind sie nicht interessiert und du sollst sie auch nicht ansprechen. Das sind Frauen, die zusammen Spass haben und da wollen sie nicht die ganze Zeit angequatscht werden. Aber eben, mit Schweizer Männern passiert das ja fast nie. Also, Augenkontakt ist das Wichtigste. Meine Freundinnen und ich haben die Erfahrung gemacht, dass Schweizer Männer sehr schüch sind. Sie machen nur sehr ungern den ersten Schritt und sie finden es auch eher einschüchternd, wenn du als Frau den ersten Schritt machst. Nicht alle Männer, aber doch einige. Wie lernt man also einen Schweizer Mann oder eine Schweizer Frau kennen? Durch Freunde, von Freunden. Wenn du Schweizer Kollegen oder Kolleginnen hast, bringe sie vielleicht mal eine Kollegin oder einen Kollegen mit und dann lernt man sich so kennen. Oder in einem Verein.
wenn du in einem Verein Fußball oder Volleyball oder so spielst oder Musik machst oder was auch immer, dort kann man immer gute Leute kennenlernen. Was ist, wenn du keine Schweizer Kollegen hast und nicht in einem Verein bist? Dann lernst du vielleicht jemanden auf der Arbeit kennen oder auf Tinder. Aber da gilt, sehr langsam vorgehen und keine hektischen Bewegungen machen. Ich habe noch ein paar Tipps, wenn du es schaffst, ein Date mit einer Schweizer Person zu bekommen. Erwarte nicht, dass du am folgenden Tag dich wieder treffen kannst. Manche Schweizer und Schweizerinnen sind so spontan, aber die meisten nicht. Einige, nicht manche, einige Schweizer und Schweizerinnen. Wir sind sehr verplant und brauchen Minimum 24 Stunden Vorwarnung. Und am besten schloss ein Mittagessen oder einen Kaffee an einem öffentlichen Platz vor, damit sich alle Beteiligten sicher fühlen. Wenn du dann ein Date abgemacht hast, dann sei um Himmels Willen pünktlich. Oder gib Bescheid, dass du zu spät kommst. Es ist wahnsinnig schwer, den ersten schlechten Eindruck wieder gut zu machen. Sehr gute Ideen für ein zweites Date, wenn es denn eins gibt, sind wandern oder in Zoli oder eine Velotour machen. Schweizer und Schweizerinnen sind sehr gern aktiv und es gibt die Gelegenheit, die Person besser kennenzulernen. Aber besser als im Kino. Das wäre alles für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dass du ein paar Worte gelernt hast. Wenn du dich schon lange fragst, wo die Transkripte für ältere Episoden sind, dann kann ich dir jetzt sagen, dass du alle Episoden zur ersten Staffel, also 11 Transkripte auf Schweizerdeutsch, 11 Transkripte auf Hochdeutsch, 11-mal Detailfragen und 11-mal die Lösungen dazu, online kaufen kannst. Mehr Infos und wo du das Workbook kaufen kannst, sind subscribepage.com/easyswissgermanworkbook. Ich arbeite auch an der nächsten Staffel, aber ich habe noch viele andere Projekte, die am Laufen sind. Und deswegen dauert das ein bisschen länger. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, ciao, 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 ciao.